Überhaupt nicht anstrengend. Das ist zum Glück auch überhaupt nicht anstrengend, das hier alles manuell einzusortieren. Nein, 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 nein. Das ist kein Problem. Alter, wie schnell will das Musikstück denn bitte noch werden? Hallo Schaf. Na, ich glaube, wir haben langsam keine Erde mehr, die hier rumliegt. So sieht's aus. Gut. Jede Menge Holz. Ja. Ich dachte, wir haben schon eine Doppelkiste voll. So. Dann mal einsortieren. Hier haben wir ein bisschen Kies. So. Oh, wie schön. Alter, dieser Schaf. Ja, das Holz lassen wir mal. Alter, boah, geh weg! Du nervst! Das meine ich ernst. Aha. Komm, aber gezielt. Dann kann ich dich eigentlich auch rumschubsen? Ne, ich kann dich nur schlagen. Na, warum läuft eigentlich absolut niemand in diese dämliche Lava da rein? Ich kann mir das nicht erklären. Ich würde da doch auch sofort reinlaufen. So, erstmal 8 neue Schaufeln für den Geli, damit er die wieder kaputt hauen kann. So, lala. Es ist bestimmt nicht die Terraform-Musik, sondern gleichen, aber eine sehr schöne Musik. Komm, komm, da rein. Nein! Na! Oh! Ist das doofe Schafe? Könnt ihr nicht wenigstens einmal in die Lava reinlaufen? Hier schon, komm, ich fall wegen euch noch in die Lava. Oder sonst noch irgendwo runter. So. Boah, dieses Tal. Ich habe zu viele Ideen im Kopf gerade. Weil ich mit dieser Musik halt ja, so viel verbinde. Hashtag Gronkh. Ich muss jedes Mal daran denken. Ich weiß ja nicht genau, welche Situation, aber es war irgendeine. Ja, es heißt irgendeine. Es gab mehrere in seinem Let's Play, wo diese Musik kam, glaube ich. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und der Livestream. Und der eine Livestream, wo er diese Musik wo er die Playlist reingehauen hat. Oh mein Gott. Diese Erinnerungen. Und jetzt mache ich den gleichen Blödsinn. Yay. Wahnsinn. Ja gut, wenn wir Erde klatschen, das ist natürlich. Das ist perfekt für Minecraft. Ich glaube, es gibt nichts Bezeichnenderes in diesem Spiel. Außer Berge umbauen. Und ja, Tunnel graben vielleicht noch. Ja, okay, gut. Wobei man sagen muss, der Fairness halber. Ja, Burgen in Minecraft ist sowieso das Ding, was irgendwie absolut jeder baut. Außer ich. Und das habe ich hiermit gerade erfolgreich gebrochen. Ich baue eine richtig klassische Burg mit Mauern und so weiter. Und Cobblestone. Und ganz viel Cobblestone vor allem. Damit wir auch mal das richtige Klischee erfüllen. Und damit haben wir jetzt auch die Fackel hier oben kaputt gehauen. Können wir jetzt allgemein wieder runter machen. Erstens, weil Tag ist. Zweitens, bis wir unten wieder Nacht haben, sind wir hoffentlich so weit, dass wir unten auch direkt gleich den endgültigen Boden ausleuchten können. Hoffe ich zumindest. Denn jetzt geht es erstmal auf Steine kloppen. So. Gut, die Stufen haben wir auch dabei zum Pfosten bauen. Das ist ja das absolut Wichtigste dran, dass man die auch dabei hat. Jetzt warte mal, wir könnten natürlich auch. Wir müssen eine kleine Ecke einbauen.
Weiß jetzt nicht, ob das platztechnisch geht. Okay. Dann haben wir hier einen Platz für... Oh je. Oh Gott, ich habe mich verbaut. So. Jetzt aber. Dann jetzt hier hoch. Tak, 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 tak. Nein, das scheint sogar perfekt zu funktionieren so. Das wäre super, wenn das geht. Da haben wir nämlich da eine kleine Ecke rein. Die jetzt nicht in einer Form eines Turmes ist, sondern einer richtigen Ecke in Form halt einer Ecke. Eckig. Weil die Türme sind ja eher so achteckig, beziehungsweise rund. Ich glaube, sie sind tatsächlich nach Pythagoras eher achteckig. Was heißt hier Pythagoras? Keine Ahnung, Pythagoras was mit Achtecken zu tun hat. Wenn, dann eher ein gewisser Herr Gauss. Weil der war Spezialitär in Sachen Formen. Habe ich zumindest das Gefühl. In meinem Studiengang kommt er ununterbrochen vor. Der werte Herr. Mit Flächen von all möglichen Kack. Gut, aber wie man sieht, man sagt ja immer, Mathematik braucht man nicht mehr. Von wegen. Man ahnt ja gar nicht, hinter welchen Berufen alles Mathe steckt. Ne? Du brauchst Mathe irgendwie für alles. Und zwar auch nicht nur plus mir will man ja Grundrechenarten, Buchrechnen ist vielleicht noch sinnvoll. Was bringt mir aber zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsrechnung? Eigentlich brauchst du das wirklich sehr oft. Du brauchst Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ja sehr viel. Zum Beispiel die Psychologie. Weil man in Psychologie ja quasi nichts definitiv beweisen kann, macht man das alles über Mathe. Das nennt sich Signifikanztest, ist arschkompliziert und ich habe es immer noch nicht kapiert. Aber ich studiere zum Glück auch kein Psychologie. Meine Schwester schon, die braucht das und ja, ist schön. Da stellt man eine These auf, analysiert das ganze Szenario und berechnet dann quasi, wie man dann, also was erfüllt sein muss, damit man sagen kann, dass deine These stimmt. Und dann legt man den Gültigkeitsbereich fest deines Experiments und deiner Umfrage. Und je nachdem, also es ist ein Entity, ich dachte schon, das spackt mein Greenscreen wieder. Auf der Seite hier. Aber dabei war das ein am Boden liegender Cobblestone. So. Ja, also von dem her, man braucht das Mathe tatsächlich auch. Oder Koordinatensysteme. Wofür denkt man, braucht man in einem normalen Beruf Koordinatensysteme? Wirklich brauchen tut man es vermutlich eigentlich auch nicht. Man kommt auch ohne aus. Aber es macht sehr viel so oh, ich habe kein Holz mehr. So unglaublich einfacher, wenn man es in ein Koordinatensystem eintragen kann. Klar kann man auch, wenn man alles misst, wenn man die Winkel und die Strecken misst zu einzelnen Punkten, kann ich auch die Fläche eines Grundstücks daraus berechnen. Aber wenn man die Eckpunkte hat und die Koordinaten haben von allen Ecken, dann geht das schneller. Dank wem? Ja, richtig, dank einem netten Herrn Gauss, der das, der diese Formel aufgestellt hat. Und vor allem, lustigerweise zwei verschiedene. Das ist das Beste dran. Einmal mit Trapez und einmal mit Dreiecken. Ich persönlich mag die mit Dreiecken lieber. Die ist einfacher. Und man kann sie mit sich selbst kontrollieren quasi.
Ich glaube, das geht sogar mit der anderen auch, aber das habe ich nie wirklich ausprobiert. Man muss ja auch nur eine von beiden können. Das heißt, in der Praxis später musst du gar nichts mehr von Hand rechnen, da hast du einen Computer, der das macht. Wo du deine Flächen und so einen Käse berechnest. Prinzipiell berechnet ja der Computer alles. Später mal, ne? Aber zu wissen, was dahinter steckt, ist schon faszinierend und es ist halt reine Mathematik. Man lässt sich alles im Leben lässt sich auf Mathe zurückführen, irgendwie. Außer Liebe. Liebe und Mathe beißt sich irgendwie. Hat auch mal so ein. War so schön. Hatten wir mal einen Lehrer am Gymnasium noch. Gott, das ist lange her. Meine Güte. Und ich bin gar nicht mehr so lange aus der Schule schon draußen. Mein Abitur ist erst ja, ein Jahr her. Und ich denke schon, dass das eine ewig lange Zeit, weil, ja, keine Ahnung. Die Zeit vom Studium ist so abnormal viel geiler irgendwie einfach. Das ist toll. Also Studenten ist schön. Ich sehe den Moment schon mit Wehmut herbei, wo ich sagen muss, so scheiße, ich muss jetzt arbeiten gehen, weil Student sein ist echt. Man ist halt die ganze Zeit mit irgendwie coolen Leuten zusammen, die sind cool, weil sie genauso verrückt sind wie man selber, irgendwie. Weil ich glaube, es ist halt wirklich so, ne? Je nachdem, was man studiert, sind auch andere Leute drin. Ich merke das halt wirklich. In meiner Schule war halt alles, ja, zusammengewürfelt. Hat alle Leute aus der Umgebung, die aufs Gymnasium gegangen sind, sind halt dahin. Ja? Und an der Hochschule jetzt, beim Studiengang, es sind halt erstens noch Leute, die das auch wirklich interessiert. Außer diejenigen, die sich nur eingeschrieben haben, weil es kein Numerus Clausus hatte. Das sind aber noch ein paar andere Geschichten dazu. Kann ich ja auch irgendwann mal erzählen. Sondern erstens interessiert alle, zumindest entfernt. Und ja, deswegen, man ist gleich auf einer ganz anderen Ebene. Und es passt halt irgendwie. Wir sind alle ähnlich chaotisch, so vom Gefühl her. Und man kann halt auch immer über das Gleiche reden, ne? Zwar hat der andere. Jeder hat ein anderes Interessengebiet, sagen wir es mal so. Aber es gibt überall bei jedem aus dem Studiengang einen gemeinsamen Nenner. Und das ist nicht das Studium. Und diesen gemeinsamen Nenner konnte ich an der Schule irgendwie nie feststellen. Ja klar, es gab halt Grüppchenbildung gibt es auch. Aber nicht so extrem. Nicht so extrem, dass sich einige komplett abgekürzt haben, weil irgendwie hält man dann doch immer zusammen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil jeder die Vorteile draus sehen kann. Ist das gleiche wie im PvP-Modus, wo viele Leute nicht dran denken, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich verstehe das nicht. Es gibt immer so viele Situationen, wo halt es immer wieder aufs Gleiche rauskommt. Man greift jemanden an und wird dann von einem, den das eigentlich am Arsch vorbeigehen kann, weil es, ich greife nicht ihn an, ich greife auch nicht sein Team jetzt, sondern ich greife jemanden Dritten an, ne? Und trotzdem werde ich von einem Außenstehenden getötet, wo ich mir so denke, warum? Freu dich doch, dass du dich nicht um den Kack kümmern musst. Und ich glaube, das haben, das, dazu ist man schon noch nicht reif. Man sagt, ja, wenn der das macht, das hilft mir ja auch. Auch wenn ich ihn eigentlich nicht mag oder mit ihm überhaupt nicht zurechtkommen kann. Man lernt voneinander und jeder hat, zieht einen Vorteil aus allem. Und dieses Gefühl, sowas, der hat man irgendwann in der Schule nicht. Gar nicht. Ich habe keine Spitzhacken mehr. Ich weiß nicht warum, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass es Schule ist und nicht was anderes, weil man halt an der Schule wirklich auch teilweise grundverschiedene Leute hat, die zwar auch die auf die gleiche Schule gehen und die gleichen Fächer haben teilweise, aber halt sich dafür nicht unbedingt interessieren müssen. Ich glaube, das ist es mit dem gemeinsamen Nenner auch.